Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ungefähr 10 Tage nicht gedreht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich bin wieder zu Hause und mir geht's ganz gut. Natürlich ist es immer traurig, wenn man wieder fährt und nicht genau weiß. Also ich werde meine Mutter an meinem Geburtstag sehen. Sie hat sich extra Urlaub genommen zu meinem 30. im März. Und es sind nur noch 3 Monate, sagen wir es mal so. Dann ist das eine angenehme Zeit, aber wenn man dann fährt und nicht genau weiß, wann man sich wieder sieht, ist das immer echt, echt eklig. Also man muss schon vorplanen. Und ja, ich bin wieder ganz froh, auch natürlich daheim zu sein und meine Tochter bald zu sehen, weil die war ja nicht dabei. Die war bei ihrem Papa. Ich habe sie jetzt auch 10 Tage bestimmt nicht gesehen. Ja, und das ist halt dann schon echt so. Ich habe für euch. Ich habe mir in Hamburg 2 Paletten gekauft. Ich wollte mir ja nichts kaufen, aber ich habe die Revolution Pro Theke entdeckt und dachte, nee, das muss mit. Also erst habe ich mir die weiße gekauft und dann bin ich nochmal los am letzten Tag und musste unbedingt diese hier mitnehmen. Das ist Earth and Stone. So sieht die aus und sie sieht wunderschön aus. So an sich, diese matten Geschichten sind ganz, ganz seidig, ganz, ganz matt. Wirklich tolle Palette an sich. Aber ich habe sie eigentlich nur wegen diesen 4-Topper-mäßig gekauft und wegen dem Grün. Und das sind halt so Duochrom-Geschichten. Die kann man ganz, ganz toll irgendwie verwenden. Ich denke, dass ich die Palette auch so im Einzelnen benutzen kann. Ich habe die schon an meiner Mutter getestet. An mir selber hatte ich sie auch schon drauf und die mit den blauen Tönen, das ist, wie heißt denn die? Night and Day habe ich an mir selber auch getestet, an meine Tante getestet, an meine Mutter getestet. Also ich habe allen draufgehauen und ich finde sie ganz toll und die werden wir heute testen. Dann habe ich noch von Natasha Denona, bevor ich losgefahren bin, gab es 25%, 20%, ich glaube 20% auf Paletten. Und da habe ich mir es nicht nehmen lassen und habe mir die Tan Bronze and Glow Palette bestellt. Es schwärmen viele. Sie sieht kleiner aus als sie. Also sie sieht kleiner. Ich finde, sie wirkt größer auf den Bildern, die man im Internet sieht. Ich finde es ganz, ganz toll, dass sie so eine Klappe gemacht hat, damit die Cremegeschichten da nicht dreckig werden. Und ich hoffe, mit Tageslicht funzt das auch. Die hat mich jetzt 50 oder 47 Euro gekostet oder sowas. Ich finde es trotzdem noch ein stolzer Preis, muss man schon sagen. Dann möchte ich auf jeden Fall heute ein Set mit euch austesten für die Augen von Morphe. Und zwar hat das hier 27,54 gekostet. Ich möchte gucken, ob ich mit 28 Euro an den Augen klarkomme. Es sind reine Augenpinsel. 12 Stück an der Zahl. Und die möchte ich heute mit euch austesten. Alle beisammen. Ich habe mir überlegt, ich packe noch mit in das Ding den Gel-Liner von NARS. Den finde ich ganz, ganz toll. Es haben viele geschrieben, dass sie es ganz, ganz schön finden. Und ich dachte, ich packe ihn nochmal ins Video rein, weil ich finde den echt auch toll. Gerade weil wir heute was Grünes machen. So sieht das Pinselset an sich aus. Vielleicht kann man das sehen. Es sind 12 Stück plus Tasche. Und ich finde 27 Euro gar nicht mal so teuer. Es sind BH-Preise. Und ich finde es aber gut. Ich glaube, das sind nämlich auch Echthaare dabei. Ah, Concealer Brush, ist auch dabei sind, weil ich bevorzuge, um ehrlich zu sein, Echthaare für meine Augen. Und ich glaube, das sind, entweder sind das sehr gute synthetische Pinsel. Ich packe sie mal kurz aus und dann fangen wir auch direkt mit den Augen an. Ich male mir noch Augenbrauen, denke ich. Und ja, das ist wahrscheinlich der Concealer Pinsel, würde ich mal behaupten. Oder zum Setten. Ich würde ihn tatsächlich als Highlighter Pinsel benutzen. Oder um wirklich eine richtig scharfe Kante zu machen. Die sind super weich. Ich komme gleich wieder. So, ich habe meine Basis schon aufgetragen, also Augenbasis. Ich dachte, wir starten auch direkt mit dem ersten Pinsel. Ich habe 2 schon so auf Seite gelegt, weil ich glaube einfach, dass ich sie nicht benutzen werde an sich. Ich mag nämlich diesen flachen Pinsel nicht so gerne. Und den hier habe ich 2-mal von zu Eva da.
Und einmal reicht mir völlig aus. Bei den Sets ist es halt immer so, man muss sich halt rauspicken, was man gerne mag. Ich benutze jetzt den Morphe-Pinsel, weil ich finde immer gut, wenn ein Bürstchen am Pinsel dran ist und man da nicht suchen muss, wo dieses Bürstchen ist. Ich muss sagen, der Pinsel an sich ist gar nicht so filigran, aber ich kann mir das gut vorstellen, es einfach aufzutragen, weil ich mag das nicht so präzise. Ich mag das eher so ein bisschen wilder. Also eher so ein bisschen dezenter, was das angeht, weil wenn ich den dünnen Pinsel benutze, dann wird das oftmals, also er ist so groß, dass er gerade so in das Pöttchen reinpasst, was in Ordnung ist. Also die Größe geht noch. Ich habe viel größere schon gehabt, deswegen, ja. Ich bin mit so einem Schädel aufgewacht. Jetzt hätte ich gestern nur Tequila gesoffen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Entweder war der Fernseher an beim Schlafen oder keine Ahnung. Ich bin immer noch erkältet. Ich habe überall irgendwelche Wunden, Nase, Lippe, keine Ahnung. Als hätte man mich dort verschlagen. Hat man aber Gott sei Dank nicht. Also wenn man es so ein bisschen dezenter macht, finde ich es immer schöner. Es kann, also bei so Pomaden, ich weiß es nicht. Mir steht das nicht so. Ich bin nicht so. Ich glaube, ich bin. Ich weiß es nicht, was ich für ein Typ bin. Ich mag Puder eigentlich ganz gerne, weil man das noch dezenter auftragen kann. Der Pinsel arbeitet eigentlich relativ gut. Muss man schon sagen. Und die Bürste ist auch in Ordnung. Also gut, was erwartet man, ne? Hier gefällt mir das hier nicht so. So, Dille. Dann hätten wir das. Also es ist ganz solide. So sieht es übrigens aus. Und ich mag auch schwarze Pinsel. Sie sind matt. Sie sind klasse. Kann man nicht meckern. Wir fangen an mit Earth and Stone Palette. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt, womit man arbeiten kann an sich. Ich fange an. Wir haben hier unzählige Pinsel. Wirklich unzählige. Ich kann sie euch nochmal so zeigen. Das sind die Pinsel und ich bevorzuge echt diese weißen. Da sieht man einfach, wie viel Produkt man aufgetragen hat. Ich glaube, ich nehme so einen fluffigen Blenderpinsel. Ich habe sie noch nicht gewaschen und nehme mir. Nehme mir, glaube ich, nochmal eine Palette zur Hand, die auf jeden Fall einen Blenderton hat in matt. Ich möchte heute nicht nur die Palette testen, sondern ich möchte euch ja etwas zeigen, wie die Pinsel arbeiten. Dann brauche ich irgendwelche Töne. Ich benutze jetzt diesen Spice-Ton von der Mrs. Bella Palette und trage ihn mir hier auf. Den könnte man übrigens auch als Blender für Highlighter benutzen. Der ist auch, wenn man so sieht, etwas flacher gebunden. Man kann also gut in die Lidfalte rein und darüber hinaus. Wenn man großflächig, na, man kann den, das ist so wie der 217er von MAC, der ist ja auch eher so flach gebunden. Man kann ihn in zwei verschiedenen Varianten auftragen. Und ja. Ich habe geguckt, N Beauty, kennt ihr die Pinsel? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. 20.000 Rublé, das sind 200 noch was Euros. Ich so, okay, das sind so. Es macht eine russische Frau, soweit ich es kapiert habe. Und ja, ich bin ein bisschen baff. Wir benutzen jetzt von Morphe etwas so einen kleinen, flachen. Wie man sieht, ist er fast genauso wie den, wir gerade benutzt haben. Nur geht er spitzer zu. Na, man kann präzise auftragen oder man kann halt eben auch verblenden gut. Und da trage ich mir jetzt erstmal den dunkelbraunen hier auf. Die haben alle so einen leichten Satin-Finish, würde ich mal behaupten. Sie sind matt, aber wenn man sie so anfasst, sage ich mal, und sehr, sehr pudrig bei so bei so Pinseln, die halt alles aufwirbeln können. Ich finde die Palette sowas von gut. Also, im Endeffekt könnte man sagen, man kriegt ja auch immer 10% auf alles. Das heißt, man zahlt für diese Palette nicht mehr 13 Euro, sondern 10. Ja, fast 10 Euro und Halleluja. Ah, nee, Quatsch, nichts.
Ich habe mit 20% gerechnet. Sagen wir mal 11 Euro. So ungefähr. Vielleicht auch 13, 12, keine Ahnung. Einfach klasse. Ich finde sie super, super schön. Weil sie kann einfach was, ja. Sie kann so, so tolle Looks. Und ich glaube, wir bleiben auch in diesem grünen Bereich. Und ich möchte so ein bisschen mit diesem Rosé. Das ist ein Gold-Champagner mit rosa Einschlag. Muss ich einfach euch zeigen, ja. Und die liebe Jenny Highlights hat auch ein paar, so wie heißt das, nicht Tutorials. Tutorial hat sie auch schon zu den Paletten gemacht. Also auf jeden Fall zu der anderen oder zu der hier. Ich habe sie mir auf jeden Fall angeguckt und sie hat mich verlinkt gehabt. Und ich war so, was? Du hast vier davon? Ich habe nur zwei. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich nur noch nur eine davon. Ich so, Mama, ich muss unbedingt in Rossmann. Sie so, nein, das brauchst du nicht. Hast nicht gesehen, wie viel du hast. Ich so, doch, Mama, aber ich brauche sie. Die gibt es bei uns nicht. Jedenfalls habe ich keine Rossmann entdeckt. Ich war so froh, dass ich überhaupt einen Rossmann entdeckte bei uns hier im Kaff. Der nicht so weit weg ist. Und man sieht, die Blendbarkeit ist schon echt assrein. Assrein, sagt man in Hamburg. Aber man kann einfach super Übergänge schaffen mit diesen. Die sind so. Ich weiß es nicht. Ich würde niemals für diese Palette in dem Farbschema 129 Dollar ausgeben. Nein. Nein, Natasha Denona hat wenigstens 15 Lidschatten. Ja, und hier sind aber nur 10 drinne. Und dann noch mehr. Nee. Nee, 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 nee. Kommt mir nicht in die Tüte. Dann haben wir hier super präzise Pinsel, muss ich sagen. Also, ich feiere das Set wirklich. Hier ist noch so ein flachgebundener. Der ist super weich. Wie weich kann bitte ein Pinsel sein? Die sind etwas gröber strukturiert, aber dennoch sehr, sehr weich. Und dann gibt es hier noch so Datei-Shader. Also super, super fantastisch, um hier alles auszublenden. Und das ist so ein Innenaugenwinkel oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gigantisch. Ich nehme jetzt mal einen Pinsel, wo ich gar nichts drauf habe. Und gehe nochmal so über die Kanten einfach drüber. Um noch mehr Blendbarkeit. Ich sehe ab und zu, dass ich echt zu faul bin, mir ordentlich zu verblenden. Leider habe ich das natürlich nicht geschafft, ein Video mit meiner Mutter oder mit meiner Tante zu machen. Dafür ist einfach eine Woche viel, viel zu kurz. Wir haben einfach die Zeit genossen und ja, ich habe übelst Schädelbrummen. Fragt mich nicht, warum. Warum? Ich benutze den hier, weil ich glaube, der trägt ein super Produkt auf. Ich gehe in den grünen Lidschatten rein und zeige euch mal, während ich den einfach auftrage, wie die Pigmentierung ist. Ihr seht auch direkt den Fallout. Den spare ich mir fast, wenn ich ihn ansprühe. Aber könnt ihr bitte einfach sehen, wie wunderschön es ist? Es schimmert, es glitzert, es macht und tut. Es ist einfach gigantisch schön für 13 Euro aus der Drogerie. Ich bin einfach fasziniert. Ich bin fasziniert. Ich habe abends da gesessen, habe mir die Palette einfach rumgeswatcht und habe einfach geguckt, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Ja, keine Ahnung. Ich musste das meiner Mutter zeigen. Ich sage, Mama, verstehst du nicht, wie schön? Sie so, doch, doch, aber braucht man trotzdem nicht alles. Die ist natürlich verständlich. Wenn sie 130 Euro gekostet hätte, hätte ich sie völlig verstanden. Für 13 Euro. Und davon gibt es auch Weihnachtslooks. Also ich denke, für die Weihnachtsfeier werde ich bestimmt 5 Videos oder sowas machen. Für Silvester 2,5 Videos, wo ich vielleicht 3 Looks einpacke in ein Video. So. Könnt ihr bitte sehen, wie wunderschön es ist? Und das können wir natürlich intensivieren. Natürlich ist Fallout des Todes vorhanden. So. Natürlich ist Fallout des Todes vorhanden, aber so ist es halt. Ich schminke auch nur ein Auge jetzt, denke ich mal, mit euch und den Rest mit dem anderen. Mein Akku ist fast leer und ich wollte ja so ein bisschen vorstellen. Also klar, wenn ich es gesponsert hätte, also wenn ich es geschenkt gekriegt hätte und die Palette ist so gigantisch schön, natürlich hätte ich genau diese Review auch abgegeben. Ich gehe in die Palette rein. Das sind gebackene Lidschatten ohne Probleme, ohne hart zu werden. Kann man auch den Pinsel nochmal. Ich benutze Fix Plus. Sprühe das so ungefähr 1,5 Mal an. Gehe nochmal da drüber, wo ich auch drüber gegangen bin. Man kann einfach
gigantisch schön den Schimmer rauskitzeln. In der Mitte, wie man sehen kann, habe ich ihn nicht aufgetragen. Aber da, ne, an den äußeren Sachen, da habe ich ihn aufgetragen. Und um euch einfach zu zeigen, es sind Glitzerpartikel da und genau das ist es einfach. Es zeigt einfach, wie schön eine Palette in der Drogerie sein kann. Es gibt unzählige schöne Paletten, ja. Aber mit so einem Finish für das Geld. So, dann wollen wir doch den anderen Pinsel mal austesten. Das ist so ein Detail-Shader. Den würde ich mir jetzt erstmal in den Innenwinkel packen. Und da finde ich, ist ja eigentlich nur noch der hier da. Ich trage mir aber den hier auf, weil ich möchte euch einfach zeigen, wie schön eigentlich das sein kann. Natürlich können wir das zu Weihnachten anziehen. Der ist aber sehr, sehr krümelig und sehr bröckelig. Fix Plus ist eigentlich ein Muss, nur wegen der Krümelheit. Ansonsten ist das einfach gigantisch schön. Ich möchte mir noch ins Zentrum ihn auftragen, eventuell, oder den goldenen. Die sind einfach so geil. So, so geil. Ich könnte einfach, das ist ein Lidschattenporno hier. Ist einfach so. Es gibt nicht viele Paletten, wo ich so ausrasten könnte, aber da könnte ich echt ausrasten, weil das einfach so schön ist. Und dann ist es nicht mal so teuer. Und ja, man kann sie gut schichten, sag ich mal, übereinander. Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht bröckelt. Meine Mutter hat natürlich nicht mehr diese Augen wie ich. Ich habe zwar ein Hängelid, aber lang noch keine Falten, die übereinander schlagen. Selbst da sah es klasse aus. Also, ich sag's nicht, weil es meine Mutter ist oder weil ich selber gemacht habe, sondern einfach, weil ich es einfach so, so schön fand. Ich habe mir von Ingloid auch die Duroline gekauft. Einfach gigantisch. Es ist einfach so, so schön. Ich möchte das extra so. Dann möchte ich nochmal in den ganz, ganz hellen Rosanen gehen und mir den hier auftragen. Ich möchte einfach sehen, dass ihr seht, wie schön und wie schön man das auch rausziehen kann. Ja, das Glitzer. Man kann es intensiv auftragen und je nachdem natürlich Fallout des Todes. Deswegen habe ich das Gesicht noch nicht gemacht. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt auch zu dem unteren Lid zusammenkommen. Da trage ich mir einfach mal das Goldene auf. Auch mit diesen kleinen, schönen Pinseln. Nee, ich benutze den hier von Morphe und trage mir das Gold mal hier auf. Sie sind relativ krümelig mit Fix Plus, aber also wisst ihr, ich sprühe einmal und fahre so den Nebel hinterher. Und dann gehe ich nochmal da rein. Das hätte hier in der Mitte jetzt nicht sein müssen. Ja. So, dann können wir noch mal das Grün benutzen. Da gehe ich auch mit diesem ganz, ganz feinen Pinsel rein. Der ist so, so fein. Ich zeige mal den ich gerade benutzt habe. Ich verlinke euch mal das Set, wo ich es gekauft habe, auf jeden Fall mal in der Infobox. Ich bin begeistert. Also würde ich jetzt Anfänger sein, würde ich auf jeden Fall da zuschlagen. Man kann nichts bei 27 Euro für die Augen und vor allen Dingen diese Detail-Shades. Diese Dateibrushes, die kriegt man nicht so leicht in der Drogerie. Und man sieht, wie präzise ich das auftragen kann und gleichzeitig verblenden. Und dann gehe ich in das Braun rein, was ich auch oben habe. Mama, ich habe gerade mein Papa geschickt, ich habe die Wand. Was? Ich habe alles. Nein. Ich habe hier Seil. Bist du ein Gewinner? Ja. Hm. Und ich gehe jetzt mit. Bis bald. Bis bald. Oh, lass das mal bitte da stehen, Schatz. So, kann man das bitte erkennen? Ich werde jetzt mir einfach mein zweites Auge schminken und dann kommen wir zu den anderen. So,
Ich bin wieder zurück. Ich habe mein zweites Auge gemacht. Ich trage mir ein bisschen Foundation auf. Ich habe jetzt keinen Primer benutzt oder sonst was. Ich wollte euch einfach mal diese Pinselnummer vorstellen, die ich super gigantisch toll finde. Von Luvia. Nee, Lorena Beauty. Leider gibt es sie nicht mehr. So, aber es gibt ja unzählige davon. Oh mein Gott, bin ich jetzt dunkel? Ich muss auch was beimischen. Von Essence. Ja, das Ding ist auch, ihr seht, ne? Wahnsinnig. Ja. Ich finde, diese Pinsel machen so ein bestimmtes Auftragsteil. Aber es ist kein Must-Have. Also, da finde ich den von Make-up Revolution. Ich glaube, der ist auch aus der Pro-Reihe. Diesen, den man in der Hand halten kann. Nur sind alle Pinsel. Es ist noch übrig geblieben, was noch sauber ist. So, ich möchte einen neuen Concealer auch austesten. Ihr seht, mein Augen-Make-up passt zu meinem Oberteil. Schaut mal, was ich für eine tolle Kette bekommen habe von meiner Tante aus der Kirche von Russland. Aus dieser, warum nicht aus der? Aus St. Petersburg hat sie das extra auf mein Na. Also es gibt so, ja, man hat halt Namensketten und das ist halt sowas für einen zum Beschützen. Ich wurde dort auch getauft. Und ja, mein neuer Concealer ist von Yves Saint Laurent All Hours Concealer. Ich habe den in so einem Paket mitgekauft. Und ja, ich muss sagen, der Geruch ist nicht ganz so Bombe, aber es ist, ja. Genau. Ich mache das jetzt mal mit der Hand, weil ich kein Beautyblender habe. Ich benutze einen Pinsel. Das wird sonst nichts. Also. Von der Textur her super dünn. Auch hier verblende ich das Ganze mal mit so einem synthetischen Pinsel. Ich habe so viele Haare hier, ne? Manchmal bleibt da auch Make-up hängen. Dafür. Das sieht dann umso bescheuerter aus. Man kann mit verschiedenen Pinseln alles Mögliche machen, wenn man einfach sich selber dran setzt und ausprobiert. Mir sind tatsächlich Pinsel mit kürzeren Stielen einfach besser. Ich bleibe immer hängen. Immer hängen und ja, auf der Stirn so gut wie gar nichts drauf. Dann sieht das auch nicht so maskenhaft aus. Bei meiner Mutter benutze ich eineinhalb Pumpspender, egal von welcher Foundation. Sie hat Falten, sie braucht keine so Deckkraft. Ich finde, Haut sollte noch Haut bleiben. Sie hat keine Akne oder irgendwas oder keine unschönen Stellen. Sie hat halt ganz viele Sommersprossen und das möchte ich ungerne kaschieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ja. Wofür? Wofür kaschieren? Wir können auch gleich noch mit so einem ganz kleinen, feinen Blender nochmal hier ein bisschen blenden, so in dieses Braun, in dieses Ocker. Und jetzt aber pudern wir uns erstmal unsere Visage ab. Ja, ich guck mal, was ich noch an Pinsel von Hamburg dabei habe. Denn ich habe keine Pinsel mehr. Sie sind alle dreckig. Mein Sohn geht heute baden. Und dann ist das meine erste Aufgabe, die ich tun werde, ist ein Pinsel waschen. Jetzt habe ich die ganze Woche nichts mehr. Ich pudere mich ganz normal mit meinem stinknormalen Puder hier von, was ich die ganze Zeit versuche aufzubrauchen. Das sind so Mischmaschreste, sag ich mal, die aber in Ordnung sind. Ich habe übrigens die ersten Ohrringe von meiner Tochter an. Ich fand, ich hatte so einen blauen Blazer und dachte, das passt super. Und sie hat sie bei mir halt in der Schublade. Es waren die ersten Ohrringe, mit denen sie die Löcher gesteckt bekommen hat. Ja. Mit 4 oder 3 irgendwie sowas maß und sehr spontan und ja, wer schön sein will, muss leiden. Sie wollte Ohrringe.
Sie fand das toll. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal, wir haben hier wirklich einige Sachen hier zum Blenden. Wir haben hier unzählige Pinsel zum Verblenden, also es reicht auf jeden Fall. Irgendwas wird schon dabei sein. Wir kommen jetzt erstmal aber zu der Tannpalette von Natasha Denona. Ich würde anfangen, natürlich, so wie ich halt bin, mit dem Bronzer, der relativ dunkel scheint. Keine Ahnung. Ich benutze mal... Ich benutze den Pinsel, den ich vorher für meinen Concealer benutzt habe. Den benutze ich jetzt. Staubt schon, wenn man klopft. Also, ich muss ja sagen, ich benutze das auch oft mal so wie ein Sculpt-Produkt, also womit man einfach seine Wangen ein bisschen, ne, definiert. Ich ziehe das dann in die Länge. Ich finde das viel schöner als wirklich tatsächlich skulpturiert, weil man sieht ja den Unterschied eigentlich relativ gut. Würde ich mal behaupten, könnt ihr bitte diese Schönheit angucken. Ich muss unbedingt ein Licht anmachen, um euch das zu zeigen, wie schön es funkelt. Kann man, glaube ich, nur so im Kunstlicht richtig sehen. Und vielleicht auch im Tageslicht. Ja, also sieht nicht mehr so dunkel auf der Haut aus, sage ich mal, wie es vorher ausgesehen hat. Creme Highlighter, was ist das? Schönes Produkt. Ich trage auch dasselbe hier auf. Im Ganzen. Als Highlighter. Hallo. Ja. Und dann möchte ich natürlich aufs Ganze gehen. Da haben wir ja den Morphe-Pinsel, ne, den ich vorher gesagt habe, kann man gut benutzen. Die haben keine Nummern. Und benutze mal das Glow-Produkt hier. Warum fokussierst du nicht mein Glow? Also es ist sehr schwer, irgendwie Produkt abzubekommen. Also es scheint mir so, als wäre es richtig hart gepresst. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da was abgeht, aber auf meiner Haut ist ja auch was drauf. Vielleicht ist so die erste Schicht ein bisschen... Aber Halleluja, wunderschön. Wie nennt man das? Farbschema. Also ich bin ja eher so die goldene Tante. Statt rosa, Champagner. Champagner geht auch noch. Geht ja auch eher so in die goldene, aber ja. So, ich würde sagen, ah, da steht es ja auch. Blush und Bronze Powder, Super Glow, Glow Impact Powder. Bisher, ja, vielleicht nicht für 60 Euro, aber für 50 oder für 47 ist es in Ordnung. So, dann fehlen uns noch Blusher. Blusher und die untere Linie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich da wegskulpturieren soll. Also mich wirklich so arg verblenden soll oder lieber so lassen. Ich finde es eigentlich ganz nett, so wie es aussieht. Ich hoffe, ihr seht es auch. Ja, Blusher auf jeden Fall. Ich guck mal, was ich hier da habe. Gar nichts, ich schaffe. Gar nichts. Dann benutzen wir doch mal. Ich dachte, du wolltest das andere Spiel spielen. Welche? Dann benutze ich einfach vom. Wow. Von Mrs. Bella ein Blush. Und ich trage das meistens, das Blush. Nachher auf. Also nachdem ich Bronzer und Highlighter aufgetragen habe. So.
würde sagen, wir sind fertig. Dann wollte ich ja eigentlich mir einen Lidstrich ziehen, aber ich glaube, ich möchte diese Schönheit nicht kaputt machen. Tut mir leid für meine Improvisation, aber so ist es nun mal. Ich benutze von L'Oreal, die kommt sehr, sehr der LR Mascara nahe. Ich tusche mir die Wimpern. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Ich finde, der Look ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich kann euch zu 100% die Palette ans Herz empfehlen. Auch wenn da mal ein Ton nicht dabei ist, zum Beispiel ein matten Weißton oder sowas. Man hat so zig rumfliegen. Sie ist für mich ganz besonders. Ja. Mich haben auf jeden Fall die Pinsel überzeugt. Auch die Palette natürlich. Bei diesen gigantischen, wunderschönen... Ich weiß es nicht, ob man das so wahrnehmen kann. Wie schön es eigentlich funkelt. Denn ich finde, dass es funkelt wirklich meistens in Natura viel, viel schöner und gibt einfach viel, viel schöner das ab. Wartet mal, ich versuche mal unscharf zu machen. Damit man vielleicht sieht, wie schön es eigentlich funkelt. Es sieht einfach geil aus. Es sieht einfach geil aus. Ich kann euch zu 100% die Palette empfehlen. Die Pinsel sind gut. Ich werde die Pinsel jetzt noch eine Weile testen, um euch einfach ein Fazit zu geben. Wie viele Haare haben sie verloren, wenn ich sie heute wasche? Was kann man draus schließen? Braucht man wirklich 27 Euro, um ein Full Glam Make-up zu machen mit diesen Pinseln? Ich werde diese Palette testen, wobei sie in mein Herz gleich gekommen ist, nachdem ich das hier gesehen habe. Absolute Liebe. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Ich finde auch Natasha Denona wunderschön, für 60 nicht, für 47 ja. Also denkt an die Sally-Produkte. Bis jetzt, ja, kann ich noch nicht keine 100%iges Fazit abschließen. Die Mascara finde ich toll von, ich glaube, L'Oreal Paradise. Wunderschön. Bis bald. Ciao, ihr Lieben.